Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Mikknauf Daily heute am Börsenmontag. Ja, die letzte Woche stand natürlich mal wieder ganz klar unter den Vorzeichen, die wir natürlich schon seit Wochen mittlerweile innerhalb der Märkte haben. Ob nun der Krieg in der Ukraine, ob nun die Pandemie, das Thema Corona in China oder halt eben Jerome Powell, Fed-Chef in den Vereinigten Staaten, da geht es ja ganz klar um das Thema Zinserhöhung. Ja, und nachdem der Markt ja hier auch gerne spekuliert, will ja dementsprechend eine Zinserhöhung jetzt im Mai um 50 Basispunkte hatte, kam man wohl auf die Idee, dass vielleicht Jerome Powell noch stärker die Zinsen nach oben anheben will, vielleicht sogar um 75 Basispunkte im Monat Juni. Deswegen sehr viel Unsicherheit und Nervosität im Markt. Das hat sich allerdings dann letzte Woche relativ schnell erledigt, nachdem Jerome Powell klar gemacht hat, ja, man wird im Juni und wahrscheinlich auch im Juli die Zinsen weiter anheben, allerdings jeweils nur um 50 Basispunkte. Also das Thema 75 Basispunkte ist somit letztlich vom Tisch. Ja, und die Märkte haben jetzt auf jeden Fall beim Thema Sicherheit und Planbarkeit den Plan von Fed-Chef Jerome Powell vorliegen. Heißt also Juni und eventuell Juli, wenn es halt eben zu den nächsten Zinsschritten kommen sollte, allenfalls 50 Basispunkte. Das hat natürlich ganz klar die amerikanischen Indizes nach oben getrieben. Der Dow bei einem Plus von 1,6%, 32.205, und vor allen Dingen die Technologiebörse der Nasdaq 100, starke 3,7% ging es nach oben auf 12.384. Und da war es natürlich auf der anderen Seite auch klar, dass davon unser Leitindex, der DAX, und die anderen Indizes MDAX und TecDAX mit profitieren konnten. Also der DAX dann auch endlich am Freitag mal wieder über die Marke von 14.000 Punkten gesprungen, geschlossen bei 14.007. Auf Wochensicht war es sogar ein Plus von 2,6%. Also dementsprechend dann doch eine durchaus gute, eine durchaus feine Börsenwoche, muss man dementsprechend sagen. Jetzt geht es allerdings klar natürlich um die Charttechnik auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich darum, wie lange wird der Krieg in der Ukraine letztlich noch anhalten. Das ist ja einer der stärksten Unsicherheitsfaktoren, die wir nach wie vor im Markt noch haben. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch ein paar Quartalszahlen, aber vor allen Dingen jede Menge Hauptversammlungen voraus, muss man sagen. Und Hauptversammlungen bedingen ja immer, dass dann am nächsten, übernächsten Tag, wenn das Unternehmen Dividenden zahlt, diese Dividenden dann auch ausgeschüttet werden. Und da schauen natürlich ganz klar die Anleger drauf. Ja, schauen wir direkt mal auf den heutigen Montag. Da bekommen wir nochmal Zahlen von Ryanair und Vantage Towers. Dann geht es weiter mit den Hauptversammlungen heute von WashTec und von Synlab. Am morgigen Dienstag haben wir dann Zahlen von Daimler Trucks, Grand City Properties sowie der Pharma SGP Holding und der US-Baumarktkette Home Depot sowie dem US-Einzelhandlermarkt Walmart. Dagegen Halbjahreszahlen bekommen wir dann nochmal vom Tabakkonzern Imperial Brands und von Vodafone. Die legen nämlich ihre Jahresbilanz vor. Ja, und dann haben wir noch einiges an Hauptversammlungen morgen. Wir haben Ed Pepper, Bed at Home, Corestal, Capital, FlatEx, DeGiro, die Baumarktkette Hornbach, KUKA, SGL Carbon, die Software AG und noch TeamViewer. Am Mittwoch öffnen dann nochmal die Bücher Cisco, Dharmapharm, Ströer und der Einzelhändler Target die Bücher. Hauptversammlung gibt es dann bei 1&1, bei Adva Optical, der Deutschen Börse AG, Grammar, Morphosis, Uniper, Foslo, Westwing und Zalando. Also jede Menge los da in der Wochenagenda. Und am Donnerstag haben wir dann nochmal Zahlen von Applied Materials, Bertrand, EasyJet und Palo Alto Networks. Die HVen kommen dann von Amadeus Fire, AT&T, Deutsche Pfandbriefbank, Elring Klinger, Encavis, LEG Immobilien, LPKF, Pfeiffer Vakuum, SAF Holland,
Telefonica Deutschland, United Internet und Zooplus. Ja, und am letzten Handelstag der Woche haben wir dann nochmal Zahlen vom Luxuskonzern Richemont und vom Landwirtschaftsgerätebauer Deere & Co. Früher ja John Deere. Und die HVen, die wir am Freitag noch haben, sind nicht uninteressant. Deliveroo, Stratec und Wacker Chemie. Also eine Woche, die klar natürlich eher im Fokus der Hauptversammlungen als der Zahlen steht, aber auch die Zahlenwerke sollten natürlich ganz klar ihre Beachtung finden. Wir sehen uns dementsprechend dann am Mittwoch wieder. Dann werden wir mal schauen, was wir bis dato an Zahlen hatten und was ich für Sie natürlich aufbereiten kann. Also wünsche ich Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Handelswoche. Naja, die alte Weisheit, sell it, may and go away, die kann sich, die muss sich allerdings nicht an die Richtigkeit immer wieder halten. Wir hatten auch schon Jahre, wo diese alte Weisheit überhaupt nicht aufgegangen ist. Vor allen Dingen heißt es ja, sell it, may and go away, but remember to come back in September. Für Sie als Langfristanleger ist es eigentlich toujours egal, wenn Sie gute Aktien in Ihrem Portfolio haben, die jetzt vielleicht nochmal durch die ein oder andere Dividende bereichert werden. Ich glaube, dann machen Sie alles richtig. Dann müssen Sie auch im Mai den Markt nicht verlassen. In diesem Sinne Ihnen eine gute, eine positive und eine erfolgreiche Börsenwoche.